Erbe Elektromedizin mit Sitz in Tübingen produziert mit weltweit 1600 Mitarbeitern professionelle medizinische Systeme und vertreibt sie in aller Welt. Dabei ist das Familienunternehmen auf das Material PFAS angewiesen. Vor allem im Bereich der Single-Use-Produkte, die also nur einmal verwendet werden können, ist diese Kunststoffgruppe unverzichtbar. Wir haben ungefähr 1 Million Patienten im Jahr, die mit Produkten von Erbe versorgt werden, die wir nicht mehr versorgen können, wenn PFAS überraschend oder schnell verboten werden würde für den europäischen Produktions- und Vertriebsmarkt. Ein Beispiel, ein sogenanntes Hybrid Knife, eine Kombination aus Wasserstrahl und Elektrochirurgie. Es wird über ein Endoskop durch den Mund in den Magen geführt. Wir schneiden mit elektrischem Strom anstatt mit einer scharfen Klinge. Und um diesen Schnitt sauber positionieren zu können, erzeugen wir zuerst mit dem Wasserstrahl ein Wasserkissen. Und der Schlauch, den blauen Schlauch, den Sie hier sehen, der ist komplett aus PTFE, was eines dieser PFAS-Substrate ist. Aber das ist nur eines von zahlreichen Produkten, die Erbe herstellt. In sehr vielen kommt PFAS zum Einsatz. Denn es hat den Vorteil, hitzebeständig, elektrisch isolierend und biokompatibel zu sein. Ein pauschales PFAS-Verbot würde das Unternehmen empfindlich treffen. Wir müssen auf der einen Seite alle Instrumente, und das sind ungefähr 40 Produktfamilien, betrachten und umentwickeln, also einen Alternativschlauch einsetzen. Und im Regelfall heißt es aktuell, es gibt kein 1:1 Ersatzmaterial. Auch bei Adelhelm Kunststoffbeschichtungen in Ehningen blickt man mit Sorge auf ein mögliches PFAS-Verbot. Das mittelständische Unternehmen beschichtet im Auftrag seiner Kunden Oberflächen mit Kunststoffen, darunter auch PFAS. Wir als Lohnbeschichter verarbeiten hier Fluorpolymere und Nicht-Fluorpolymere. Wir wissen also, wo die Werkstoffgrenzen sind und welche Werkstoffe für verschiedene Anwendungen geeignet sind. Geplant ist hier das Verbot einer ganzen Stoffgruppe, der PFAS, mit über 10.000 Chemikalien, wovon 38 Chemikalien der Gruppe der Flurkunststoffe zuzuordnen sind. Grundsätzlich sei er dafür, dass gefährliche Substanzen verboten würden, so Thomas Adelhelm. Aber Fluorpolymere sollten aus einem PFAS-Verbot herausgenommen werden, denn sie seien für die menschliche Gesundheit unbedeutend. Fluorpolymere stellen keine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt dar, da sie ungiftig sind, nicht wasserlöslich, nicht mobil und nicht bioakkumulierbar. Auch bei der Firma Erbe fordert man, die unbedenklichen Fluorpolymere aus einem PFAS-Verbot herauszunehmen und zusätzlich von staatlicher Seite aus in die Forschung nach Alternativen zu investieren. Bis diese aber ausreichend erforscht und verfügbar seien, würden 10 Jahre oder mehr vergehen, so Helmut Scherer von Erbe. Die IHK Reutlingen wehrt sich gegen ein pauschales PFAS-Verbot. Mit 10 Unternehmen zusammen hat die Kammer eine umfangreiche Stellungnahme erarbeitet. Darin fordert die IHK, für die einzelnen Stoffe und Anwendungen Risiko und Nutzen gegeneinander abzuwägen.